Sendung Music Star hat das Leben von einigen Menschen maßgeblich verändert. Carmen ist Music Star. Piero fährt nach Istanbul an den Song Contest. Mario wäre beinahe Music Star geworden und wäre beinahe nach Istanbul gefahren. Und was macht eigentlich Chris von Rohr? Chris von Rohr sucht sich nach dem Ende von Music Star ein neues Betätigungsfeld. Fündig geworden ist er im Alltag. Grüezi, Kantonspolizei Zürich, Hofstädtler, Verkehrskontrolle. Könnten Sie bitte Führerschein und Fahrzeugpapier vorweisen? Hey, Bruder, wenn du so kommst, den hast du schon verloren im Leben. Du triffst zwar alle Töne, aber schau mal dein Outfit an. Du siehst ja aus wie der Leadsänger von einer schwulen Band. Hey, gib mir einen fucking Break, Mann. Entweder bist du ein Sheriff oder ein Sozialarbeiter, da musst du dich einfach entscheiden. Aber mit dem Bitterbünzli Bonsai drauf, gehst du also gescheitert zu Securitas. Dort suchen sie noch so graue Müsse. Du, enjoy your life, gell, aber ohne Van Rohr. Verbrennungsanlage, Endstation, alles aussteigen bitte. Ja, mehr Dreck, mein Wort, Kirchverbrennungsanlage. Die Frau hat Strom im Blut, hey, fucking great. Hey, listen, Babe, Durchsage der Leitstelle, du verschwendest dein Talent in diesem Drum immer. Du gehst mindestens in eine Intercity. Hey, Mann, von Rohr, was heisst, shut up, you fucking mouse, was rede ich von Intercity? Du hast eine Stimme für einen Jumbo-Jet. Hey, Los Angeles is calling you, ohne Scheiß. Dein Karma haut selbst einen alten Rocker wie mich um. Mann, du hast es. Ich weiss nicht genau was, aber du hast es. Ich habe vor 50 Jahren genauso angefangen wie du. Ich war der du mit dem grössten Hunger in der Stadt. Ich sage dir, du hast eine grosse Karriere vor. Aber watch your sandwich. He. Stell ja die Hunger nie ganz. Wenn du die Antenne gut ausgefahren hast, dann musst du gar nicht heranschauen, um zu beurteilen, wer von diesen beiden es bringt. Ich sage nur Krokus, USA 1985. Da konnte ich doch nie alle Gesichter von diesen Gruppis im Kopf behalten. Hey, jetzt, wenn genau los ist, sie bringt es. Sie ist on the move, aber er ist jetzt also eine fettige Pfeife. Hey, Baby, send him home. Das ist einer von diesen Typen, die vor dem Sex duschen. Rock'n'Roll, das heisst mindestens ein Pilz an der Eichel. Hey, peace and go for the nature. Auf Chris von Rohr wartet in der Schweiz noch viel Arbeit. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen zum Beispiel hat seine Me-Drack-Kampagne bereits ihren Niederschlag gefunden. Und die SVP will von Rohr für die Gestaltung der Abstimmungsplakate beiziehen.